Ah, guck mal. Hey, guten Morgen. Hey, moin. Du bist der Neue, oder? Hab dich doch hier noch nie gesehen und wir kennen eigentlich alle. Genau, alle. Ganz neu bin ich gar nicht, aber ich war einige Tage krank. Ist klar. Der Neue, wir werden immer sofort krank. Sofort? Ich hatte einen Unfall. Auch noch ein Tollpatsch, wie? Noch nicht einmal richtig vorgestellt hat er sich. Erstmal vorstellen, oder? Ich bin Dimmy. Das hier neben mir ist der gute Archie. Hehe. Wir fahren die Rettungseinsätze, machen aber auch die Krankentransporte. So sieht's aus. Ich bin Finley. Ich habe hier als Assistenzarzt auf der Station in der inneren Ersten angefangen. Ach so, bei der Krukowski. Da hast du aber den Jackpot gezogen. Ja, ich weiß. Es ist ganz schön hart. Hart? Die Krukowski ist spitze. Ja, übelste Spitze. Wieso hängst du dann hier unten rum? Ja, wieso? Geh mal lieber hoch, sonst bist du gleich noch einen Kopf kürzer. Wir sind auch hier beschäftigt. Ja, sehr beschäftigt. Okay, ja, besser ist das. Schön, euch kennengelernt zu haben. Ja, wie auch immer. Gucken wir mal. So, warte. Ja. Und Dimmy. Dimmy und Archie fahren den Krankenwagen. Ist bestimmt ein spannender Job. Irgendwann will ich das auch mal machen. Die beiden sind schon ihr ganzes Leben gute Freunde, zumindest wirkt es so. Irgendwie scheinen sie aber nicht so Bock auf das Krankenhaus zu haben. Aber vielleicht ist das einfach ihre Art. So. Oh, das ist so schön, das Spiel. Das ist so schön. Aber auch so ein bisschen traurig. Muss man einfach sagen. Der Flieger. So, ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Dritte war das, ne? So und so. Hier, ne? Müsste hier sein. Oder was vierte? Nee, Mann, ich. Ist das richtig? Oh, ich glaube ja. Ja, Finley. Eine halbe Stunde zu früh. Erfrischend. So lob ich mir das. Ich bin zu früh? Wirklich? Unsinn. Viel zu spät. Schon wieder. Lassen Sie mich raten. Der Bus fuhr nicht? Ja, tut mir leid. Ich... Planen Sie ab sofort ohne den Bus. Sonst planen wir bald ohne Sie. Verstanden? Ja, verstanden. Tut mir leid, Dr. Krukowski. Wenn Sie erlauben, starten wir dann jetzt die Visite in den Zimmern 301. Uff. Hier haben wir Frau Martin. Guten Morgen. Sie sind ja ganz schön spät dran. Wem sagen Sie das, Frau Martin? Frau Martin hat es eilig, nach Hause zu kommen. Das ist ein gutes Zeichen. Etwas Ruhe brauchen Sie jedoch noch. Also, Frau Martin kann gestern mit Schmerzen im oberen Bauchraum zu uns. Zudem klagt sie über Sodbrennen, Übelkeit und Appetitlosigkeit. Ja, aber der eigentliche Grund war ein Stechen im Herzen. Da habe ich Panik bekommen und den Notarzt gerufen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Das war auch absolut richtig. Irgendjemand eine Idee, Mia? Ich also... Jetzt spucken Sie schon aus. Ja?
Geschwür, ein Magengeschwür? Ist das eine Frage oder eine Antwort? Meine Antwort? Bingo, der Grund ist ein Magengeschwür. Die Ursache müssen wir noch untersuchen. Bisher weist nichts auf ein Gastritis oder dergleichen hin. Also, Frau Martin, Sie werden vermutlich noch eine weitere Nacht hierbleiben. Wir werden Ihre Werte später noch einmal checken. Versuchen Sie sich zu entspannen. Finlay, Sie werden sich später noch um die Medikation für Frau Martin kümmern. Weiter geht's in Zimmer 303. Auf, zack, zack. Na dann. Na, Larissa, wie geht's uns heute? Ganz okay, Dr. Krogski. Das hört man auch gerne. Kannst du für uns ein paar Mal tief ein- und ausatmen? So wie gestern Abend? Na klar, Achtung. Sorry, Dr. Krogski. Nee, alles gut. Das war schon sehr, sehr gut. Wie sieht's aus? Willst du meinem Team hier erzählen, warum du hier bist? Ja, kann ich machen, Dr. K. Also, ich war unten an der Schule mit den anderen. Wir waren hinten am Skatepark. Ich kann gar nicht so gut skaten. Ich habe das Skateboard erst zum Geburtstag bekommen. Aber ich will es ganz sicher noch lernen. Mein Brett ist super cool. Es hat grüne Rollen und das Grip-Tape ist voll schwarz und noch ganz neu. Ich habe gehört, dass manche Kinder absichtlich ihr Skateboard zerkratzen, damit es cool aussieht. Kann ich nicht verstehen. Unter meinem Bett ist ein großes Bild von einem Roboter. Das ist viel zu cool. Das sollte nicht verkratzen. Aber was habt ihr unten in der Schule gemacht? Das war so. Mein Kumpel Christo hat Zigaretten von seinem Stiefvater gebupst. Er meinte, wer gut skaten will, muss auch rauchen. Das gehört dazu, meinte er. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich wollte auch nicht feige sein. Ich war vom Üben auch noch voll aus der Puste. Er hat die Zigarette angezündet und ich habe dran gezogen. Super ekelhaft. Ich raff nicht, warum die Erwachsenen das freiwillig machen. Naja, also habe ich es gezogen. Und mir blieb die Luft weg. Ich habe gehustet und gehustet, aber es kam keine Luft. Dann bin ich umgekippt. Zum Glück habe ich meine Freunde schnell den Notarzt angerufen. Ja, also so war das, ja. Danke, Larissa. Das hast du sehr gut erklärt. Also, ich höre Ihre Meinung. Meine werte Kollegin und mein werter Kollege. Was denkst du, Finlay? Ich weiß es, Dr. Krogski. Hat es mir schon erzählt. Nicht vorsagen, Larissa. Okay, schau, Dr. Krogski. Asthma könnte ein asthmatischer Fall gewesen sein. Ja, Asthma klingt logisch. Ja, logisch und korrekt. Ein Glücksgriff. Oh, die Hilfe von meinen Assistentin Larissa wären Sie sicher nicht drauf gekommen. Gut, Larissa, mach schön weiter deine Atemübungen, aber überanstrenge dich nicht. Mach ich, Dr. Krogski. So, die letzte Station für heute ist Zimmer P33. Ach, und Finlay. Sie kennen den Patienten bereits. Er ist Herr Willi. Anders. Ich gehe davon aus, dass Ihnen dieser Name geläufig ist. Herr Anders? Ja. Er ist ein Dauergast auf unserer Station. Herr Anders ist vom älteren Kaliber. Neben seinen neuen gewohnten Verletzungen ist sein Kopf nicht mehr allzu gut in Schuss.
Verhalten Sie sich also entsprechend. Aber wieso hat sie das vor ihr hier gesagt? Na toll. Uff. Ich gehe vor. Guckt aber sehr böse. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. P33 war das, ne? Ich geh mal vor. Bin vorbildlich. Vorbildlicher Assistenzarzt. So. Na? Es wird alles gut, Herr Anders. Mir liegt die Sache sehr am Herzen und ich werde schnell eine Lösung finden. Ah, Dr. Krokowski. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Morgen, Herr Heidrich. Was verschafft mir uns die Ehre? Herr Anders, natürlich. Ich habe gehört, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Da bin ich sehr erleichtert. Der Arme hat ja ganz schön was abbekommen. Der Zwischenfall hat uns die letzten Tage sehr beschäftigt, wie Sie selbst wissen. Das weiß ich, ja. Ich habe die letzten Tage Blut und Wasser geschwitzt. Nicht nur, dass das Ganze versicherungstechnisch wirklich unschön ist. Ich habe mir große Sorgen um unseren Patienten gemacht. Und natürlich auch um unseren jungen Assistenzarzt. Ich hoffe, Sie sind wieder auf den Beinen. Sind Sie wieder voll einsatzfähig? Ja, es geht schon, danke, Herr Heidrich. Toll, dass Sie wieder für uns da sind. Wirklich, das bewundere ich sehr. Ich gebe Ihnen natürlich keine Schuld für den Unfall. Niemand im St. Ursula tut das. Das St. Ursula selbst ist für diesen Unfall verantwortlich. Deswegen nehmen wir uns auch persönlich in die Verantwortung. Ich habe für Herrn Anders die bestmögliche Behandlung veranlasst. Deswegen haben wir ihm einen Platz in der besten Reha-Klinik des Landes verschafft. Er wird dort rund um die Uhr gut versorgt. Die Ruhe wird auch seinen altersbedingten Demenz gut tun, gut kommen. Darum freue ich mich auch, dass wir uns heute Morgen treffen, Dr. Krokowski. Ach so? Ja, ja, bitte tun Sie mir einen Gefallen und beurteilen Sie heute im Laufe des Tages Herrn Anders Zustand. Wenn Sie ihn mit gutem Gewissen entlassen können, geben Sie mir Bescheid. Dann werde ich direkt einen Transport veranlassen. Verstanden. Ich schaue mir gleich an und gebe unten Bescheid. Danke, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Unser aller Zeit ist kostbar. Das war bestimmt der... Ach, und sollen Sie Verstärkung in Ihrem Team brauchen? Schaue ich, was ich da tun kann. Eine funktionierende Infrastruktur ist unabdingbar. Wir wollen nicht, dass unsere Belegschaft wegen Überlastung ausfällt. Machen Sie es gut und haben Sie einen erfolgreichen Tag. Das ist bestimmt der Krankenhausmanager, oder? Glaube ich. Könnte der Krankenhausmanager sein. So, wie dem auch sei. Guten Morgen, Herr Anders. Wissen Sie, meine Tochter sieht ganz genauso aus wie Sie. Ja, ja. Ihre Tochter? Ja, da hat Ihre Tochter aber großes Glück. Wie geht es Ihnen heute? Das habe ich doch schon gerade alles erzählt. Ich war leider noch nicht hier im Raum, Herr Anders. Was wollen Sie denn hier dann hier? Ich möchte mich erkundigen, wie es Ihnen geht und mir Ihre Verbände ansehen. Wann gibt es denn Mittag? Danach. Okay, dann machen Sie schon. Finlay? Was, ja? Herr Anders leidet unter Demenz, ist aber, wie Sie sehen können, noch relativ fit. Er hat sich durch besagten Zwischenfall eine Wunde am Bein zugezogen. Und eine mittelschwere Gehirnerschütterung hatte er ebenfalls. Finlay, seien Sie doch so nett und wechseln Sie den Verband von Herrn Anders. Es ist wichtig, die Verbände frisch zu halten. Zudem können wir einen Blick auf Ihre Wunde werfen. Ich soll das jetzt direkt die Verbände wechseln? Sie können auch Herr Anders fragen, ob er es selbst machen will. Ich bin sicher, er ist geschickter als Sie. Okay, ja, okay, ich mach schon. Uff.
Guten Morgen, Herr Anders. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Was? Kenne ich Sie? Ja, also vielleicht. Es gab da diesen Unfall, wissen Sie? Ich will heute Lasagne, aber lassen Sie den Salat weg, ja? Ich kann das Grünzeug nicht leiden. Herr Anders? Finley, was tun Sie da? Soll ich Ihnen noch einen Tee und Kuchen bringen? Herr Anders hat der ganzen Stress nicht gut getan. Jetzt gönnen Sie ihm Ruhe und machen Sie Ihre Arbeit. Ja, ich wollte nur... Okay. Behandlung. Eine gute Versorgung ist alles. Drücke und halte dafür die angezeigten Tasten. Achte darauf, dass du nicht mehr Tasten drückst, als angezeigt werden. Sei so schnell wie möglich und lasse zwischendurch keine Taste wieder los. Was? Uff, welche Tasten denn? Uff. So viele Finger habe ich nicht. Muss ich noch was machen? P. I. C. V. A. W. Okay. R. Oh, das wird knapp. Ich wusste nicht, dass ich dann... H. M. Oh, Alter. Puh. Sehen Sie mal einer an. Der Verband ist zwar nur so Mittelklasse, aber ich bin mit dem Zustand der Wunde zufrieden. Ich komme später nochmal zu Ihnen und überprüfe Ihre Werte. Aber es besteht ja keine Chance, dass wir Sie zeitnah entlassen können. Das wäre schön, Frau Kowalski. Kokorowski, Entschuldigung. Doktor? Nein, nein, ich bin kein Doktor. Ich bin nur ein alter, zerstreuter Geist. Oh Mann. Okay, wir sind durch, Mia Finley. Kommen Sie zu mir und ich übergebe Ihnen Ihre Aufgaben für die heutige Schicht. Herr Anders, ich... Viele Fans und Blubbelspeck. Wie bitte? Ja, ich mache mich dann mal lieber wieder an die Arbeit. Die Marmelade kocht sich nicht von alleine und ich muss doch heute Abend pünktlich sein. Gute Besserung, Herr Anders. Ich wünsche Ihnen viel Glück. So, wo hat sie denn ihr Büro? Ist das hier? Nee. Jetzt weiß ich gar nicht, wo die hingegangen sind. Uff. Ich komme schon wieder zu spät. Huch, hallo. So. Dann schauen wir mal. Also. Hier. Da sind Sie ja. Sind Sie fit? Ja, alles okay. Ich freue mich, wieder am Start zu sein. Dann freue ich mich auf eine reibungslose Schicht. Ich schalte Ihnen nun die Aufgaben für den heutigen Tag frei. Die Wände bröckeln auseinander, aber es bleibt Geld für die Digitalisierung. Ich glaube nach wie vor nicht an diese digitale Patientenakte, aber Heidrich und Theobald sind hellauf begeistert. Nach einem ersten Testlauf und einigen Updates soll jetzt alle Stationen diese App nutzen. Es hilft sicher beim Datenschutz, aber von der Zeitersparnis merke ich bisher nichts. Wie dem auch sei. Öffnen Sie einfach die St. Ursula-App auf Ihrem Smartphone. Der Rest sollte sich von selbst erklären. Gut, gucken wir mal. Also, wir haben Notizen. Ah, hier. Heidrich. Roman Heidrich macht den Finanzkram im Krankenhaus. Ach nee, ist nicht der Dings, der Leiter. Für mich wäre das überhaupt nichts, aber vielleicht macht es ihm Spaß. Er hat mich heute auf den Unfall angesprochen und scheint sich Sorgen um mich und Herrn Anders zu machen. So, dann haben wir Aufgaben. Lade Daten herunter. Flupp. Daten aktualisiert. So.
Die Akte zeigt Ihnen, wen Sie behandeln müssen und was zu tun ist. Das versteht sich sogar. Das versteht sogar ein Kleinkind. Wissen Sie das? Irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie Ihre heutige Aufgabe erledigt haben. Und passen Sie auf, dass Sie am Ende der Schicht nicht noch mehr Pflaster im Gesicht haben. Ich werde Ihre Arbeit im Auge behalten und bewerten. Geben Sie sich Mühe. Uff. Okay, also, wir müssen nach 3-1 Tabletten. Das ist hier. Okay, jetzt geht's los. Und zwar müssen wir, glaube ich, hier hin, ne? Ach ja. Hallo. Da sind Sie ja wieder. Schön, Sie wieder wiederzusehen, Frau Martin. Nächstes Mal lieber in einem anderen Kontext. Ja, das würde mich auch freuen. Wie geht es Ihnen? Nicht so besonders. Ich fühle mich etwas aufgekratzt. Habe das Gefühl, dass ich manchmal keine Luft bekomme. Ich habe starke Bauchschmerzen. Haben Sie Sodbrennen? Ich habe immer Sodbrennen. Seit Jahren schon. Ja, mit einem Magengeschwür ist nicht zu spaßen. Ich hatte die letzten Monate viel Stress. Ich habe mich oft mit meiner Tochter gestritten. Und mein Job macht mir ganz schön zu schaffen. Das tut mir sehr leid, Frau Martin. Denken Sie, dass es Geschwür vom Stress kommt? Nein, das denke ich nicht. Ich weiß nicht. Kann sogar sein, oder? Ich bin kein Arzt, aber Stress macht viel. Stress macht mit einem Menschen sehr viel. Da wir das gerade jetzt so als Thema hier auch haben. Also ich kann sagen, ich persönlich habe mir auch ganz viel Stress gemacht früher. Und ich bin auch in medizinischer Behandlung tatsächlich. Wissen ja einige von euch, einige wissen es, einige nicht. Und ja, und Stress macht wirklich viel mit einem. Ne? Und ich habe mir auch ein bisschen Hilfe holen lassen und so. Und das tat auch wirklich gut. So. Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, nur von Stress ein Magengeschwür zu entwickeln. Auch wenn Stress dem Magen nicht gut tut und man Sodbrennen davon bekommen kann. Können Sie etwas dagegen tun? Sie sind zum Glück früh genug hergekommen, das ist gut. Die Tests von letzter Nacht zeigen, dass Sie einen bakteriellen Erreger im Magen haben. Der ist vermutlich für das Geschwür verantwortlich. Ich werde Ihnen erstmal eine Medikation verordnen. Alles, was hilft. Gut, dann wollen wir einmal sehen. So. Medikation. Verschreibe die richtige Medikation. Versuch mit so wenig Medikamenten wie möglich alle Werte ins Optimum zu bringen. Ein Medikament beeinflusst immer zwei verschiedene Werte. Unterzeichne das Rezept, wenn du mit der Einstellung zufrieden bist. Oh Gott, was? Oha. Ach so, okay. Jetzt muss ich mal gucken. Okay. Da ist Rot minus, aber Plus Orange. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Plus Rot. Wir müssen zu den schwarzen Balken kommen, denke ich mal, ne? Warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Achso, Plus Rot minus Orange. So wäre ich, glaube ich, eigentlich zufrieden. So müsste es eigentlich passen. So, ja. Das passt. Sehr schön. Behandlung abgeschlossen. A plus oder A. Sehr schön. Supi. So, das sollte schnell für Besserung sorgen. Vor dem Mittagessen wird noch jemand kommen und Ihnen die Medikamente geben. Versuchen Sie bis dahin etwas zu schlafen. Ja, ich sollte mal die Augen zumachen. Ich lag vor Schmerzen die ganze Nacht wach. Gute Besserung. Wir sehen uns später. Danke und gute Nacht. So, haben wir abgeschlossen. Oben ist grün. Sehr schön. Oh Mann, ist das ein tolles Spiel. Oh Gott, ist das toll. Ich finde das jetzt schon großartig. Freunde, obwohl ich sie nicht mag. Aber ich finde es so traurig mit hier Finley. Der ist so ein bisschen so, ja,
Okay. So, unser erster Tag im Krankenhaus geht weiter in einer weiteren Folge bei Fall of Porcupine. Und ich find's großartig. Werden wir auf jeden Fall spielen. Und ein paar Folgen. Mal gucken, wie lange. Vielleicht spielen wir es durch, vielleicht nicht. Weiß ich nicht. Es sind ein paar Try-Folgen. Und erstmal vielen Dank nochmal für den Key. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Fall of Porcupine. Und ja, danke fürs Zusehen und bis denn. Macht's gut. Tschüss.